Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Fragekiste. Ich war heute ziemlich busy, bin aber trotzdem ganz gut drauf, weil ich einen sehr coolen Termin hatte. Deshalb bin ich auch so komisch angezogen. Normalerweise bin ich ja der T-Shirt- oder Pulli-Typ, aber je nachdem, wo man hingeht, muss man sich halt auch so ein bisschen zumindest anpassen. Alter, also ich lade gerade das Video hoch zu Rofi, damit er es schneiden kann. Und ich sehe jetzt, wie ich da in meinem Hemd aussehe. Also eben habe ich es so ein bisschen höher gehabt bei meinem Termin. Aber je nachdem, wie ich hocke, sieht man da schon ziemlich deutlich den Speck. Ja, es geht gar nicht. Also bitte tut mal den Gefallen und schreibt keinen Kommentar dazu. Ja, ich weiß es selbst, ich habe es gesehen. Und ich bin auch am Abnehmen, damit das nicht ewig so aussieht. Schon ein bisschen peinlich, ne? Naja, jetzt aber viel Spaß mit der Fragekiste. In der heutigen Fragekiste geht's um... Ich weiß es noch gar nicht, ich muss mir das zuerst anschauen. Eigentlich wollte ich hier den PC anmachen. Das hier ist der Arbeitsplatz von Philipp. Der Gute befindet sich jetzt aber gerade im südlichen Gefilden beim Wallerfischen und aus irgendwelchen Gründen kriege ich seinen PC nicht an. Eventuell hat der Philipp den PC kaputt gemacht, ja, und hat mir nichts gesagt. Ich weiß es nicht. Deshalb muss ich hier mit dem Handy schauen. Das machen wir aber gleich zusammen und dann beantworte ich auch ganz spontan die Fragen. Also bleibt dran. Hä? Also, es geht auch schon direkt los mit der ersten Frage und danach, so viel will ich noch vorwegnehmen, gehe ich auf so ein paar allgemeinere Themen ein, die ich neben dieser Fragestunde auch immer noch ganz gerne kläre, weil das Format finde ich schon ziemlich cool, dass wir auch so ein bisschen im Zwiegespräch sind. Erste Frage, jetzt hat sich mein Handy verstellt, erste Frage von Daniel Tegel, lohnt es sich direkt vor bzw. nach einer Schleuse oder Kraftwerk auf Waller zu fischen? Lieber Daniel, vielen lieben Dank für die Frage und ganz klar, definitiv. Denn wo Schleusen sind, ist immer Struktur. Das heißt, wir haben unterhalb von der Schleuse Strömung. Dort dürfen wir nicht immer angeln, aber wenn wir dort angeln dürfen, ist der Bereich unterhalb von der Schleuse immer gerade in der wärmeren Jahreszeit ganz wichtig. Aber auch im Zeitraum von der Laichzeit, wo die Fische einfach auch sauerstoffreiches Wasser suchen. Das heißt, auch momentan haben wir schon richtig coole Zeiten dafür. Und du kannst auch trotzdem die Bereiche unterhalb einer Schleuse aufsuchen oder einer Staustufe. Einfach da, wo du nochmal angeln darfst, da ist meistens auch ein bisschen mehr Strömung. Aber auch das Schleusenoberwasser ist interessant. Umso monotoner ein Kanal, ein Fluss ist, umso interessanter sind Schleusenabschnitte. Definitiv. So, und jetzt möchte ich nur ganz kurz mich bedanken. Und zwar für eure zahlreiche Anteilnahme, wie sich das anhört, ja. Aber für euer zahlreiches Feedback auch zu unseren Raubfisch-Videos. Ich weiß, während der Fragekiste sollte ich ja nicht unbedingt auf Raubfisch-Themen eingehen. Vielleicht können wir das später irgendwann dann nachholen. Aber was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, vielen lieben Dank dafür, dass ihr auch die Raubfisch-Videos annimmt. Wenn ich mir gerade mal zum Beispiel das letzte Video anschaue, mit dem Rapfenfischen oder auch das Meerforellen-Video, finde ich wirklich ganz klasse, dass ihr da auch gespannt drauf wartet, wann unsere Range rauskommt und euch auch, ja, jedes Video anschaut. Zumindest, ja, viele von euch machen das, weil ich sehe ja, so viel Abstand zwischen den Wels-Videos und den Raubfisch-Videos sind nicht. Und ich finde es auch cool, dass es so ankommt, wie es in Wahrheit auch ist. Ich bin jetzt kein Raubfisch-Profi. Ich werde zwar auch nochmal besser durch die Erfahrung, aber ich vertraue da unseren Teamanglern, die uns da auch mega gut unterstützen, die mir auch sehr viele Tipps geben, nicht nur beim Angeln, sondern auch in der Produktentwicklung. Die unterstützen mich da wirklich mit Rat und Tat und ihr könnt euch da wirklich auf ein richtig cooles Sortiment freuen. Und demnächst erzähle ich auch dann mal so ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen, wer uns da noch alles unterstützt, weil gerade ist schon sehr viel am Laufen und das Ding, bin ich von überzeugt, das wird richtig groß. Was ich auch noch sagen muss, vielen lieben Dank für die Produktentwicklung bzw. für die Mithilfe bei der Produktentwicklung bezüglich des Prolli-Videos. Ich glaube 130 Kommentare, das ist wirklich Wahnsinn, wie ihr euch da beteiligt habt und mich letztendlich auch damit brutal gut unterstützt habt. Weil ich habe ja schon ein paar Mal angekündigt, ich finde es sehr cool, wenn wir zusammen so ein bisschen auf die Produktentwicklung eingehen. Und das letzte Mal bei meinen Deutschland-Videos, wir haben ja dieses Jahr fast nur Wels-Videos in Deutschland gezeigt. Gut, zwei Spanien-Videos waren mit drin.
Aber in Deutschland-Video ist auch das Ausbringen mit der Boje ganz gut angenommen worden. Und die Nachfrage nach einem Planerboard wurde immer lauter. Und aus diesem Grund, ich habe es ja bei mir auf der privaten Facebook-Seite, beziehungsweise auf meinem eigenen Facebook-Profil, ich habe ja die Firmenseite und Carsten Tech Fishing noch, und dort habe ich es ja schon gesagt, dass die Nachfrage so stark war, dass ich es jetzt auch angehe. Und es haben sich teilweise Leute gemeldet, die schon seit, ich glaube, jemand, genau, Name weiß ich jetzt nicht mehr, der sagt, seit 9 Jahren benutzt er ein selbstgebautes Planerboard, um Steine auszubringen, auch halt so ein bisschen weiter weg. So kann man nicht nur auf Buhnenköpfen seine Montagen ausbringen, sondern auch am normalen Ufer. Und der sagt, ich möchte dich da unterstützen. Ich habe mir zwar für meine Verhältnisse ein perfektes Board gebaut, aber eventuell hast du mit deinen Lieferanten ja noch bessere Möglichkeiten. Und sowas finde ich super genial. Und ich sage auch jedem beim Welsangeln, Welsangeln ist sowas, wo man basteln kann. Und jeder, der die Möglichkeit dazu hat, sei es solche Planerboards, sei es irgendwie Routenständer, seien es andere Dinge, der soll basteln. Aber trotzdem ist bei vielen von euch keine Wand oder keine Scheu, um mit uns zusammen auch Produkte vielleicht ein bisschen zu verbessern, die aber auch jeder eigentlich daheim alleine bauen könnte. Und bei uns, wir schauen immer drauf, dass die Preis-Leistung passt, und im Bereich Planerboard bin ich überzeugt, dass wir da auch was sehr Cooles auf die Beine stellen. Mein Teamangler, der Chris Enders, ist mich da gerade auch extrem am Unterstützen. Der ist ja Konstrukteur, hat insofern auch richtig geile Fähigkeiten. Aber wie gesagt, auch Leute von euch, die uns per Kontaktformular auf unserer Homepage oder direkt per Mail angeschrieben haben, haben Hilfe angeboten und mir schon Fotos geschickt und einfach auch aus ihrem jahrelangen Einsatz berichtet, wie sie Teile ganz früh schon auch selbst gebaut haben und so weiter. Und ich denke, da kriegen wir auf jeden Fall was richtig Cooles bei raus. Gleich habe ich noch andere Themen, aber wir möchten jetzt zuerst mal mit den Fragen weitermachen. Die zweitmeist gelikte Frage mit 50 Likes von Burgenlandangler Hai Carsten: Wie finde ich Fress- bzw. Standplätze? Also wie sehen die in der Regel aus? Mit freundlichen Grüßen. Dankeschön, lieber Burgenlandangler. Eine gute Frage. Fakt ist, es ist von Gewässer zu Gewässer verschieden. Und oftmals sind Fressplätze auch Standplätze. Ich glaube, darüber habe ich auch schon berichtet. Standplätze sind in der Regel etwas tiefer, bieten auch Deckung, und auf solchen Plätzen wird aber auch gefressen. Reine Fressplätze sind meistens Zonen, wo die Welse in der Regel nicht stehen. Ich sage in der Regel, weil es kann auch vorkommen, dass Welse auf Fressplätzen stehen. Fressplätze wären zum Beispiel Flachwassergebiete, wo sich auch Köderfische tummeln, vielleicht auch mit viel Kraut. Da nutzen die Welse die Krautzonen, um die Krautkanten, um ja quasi auf Beutezug zu gehen. Das heißt, in der Regel ist ein Standplatz etwas tiefer und ruhiger, und ein Fressplatz etwas flacher, hat vielleicht auch ein bisschen mehr Strömung, wobei auch ein Standplatz, ein tiefer Standplatz, eine Außenkurve, kann trotz starker Strömung ein Standplatz sein. Bei Welse, wenn die sich auf Grund legen, die sind so stromlinienförmig, denen macht Strömung nichts aus. Es kommt immer darauf an, in der Regel ist halt auf einem Fressplatz keine Action, wenn die Welsen nicht aktiv sind, sprich in der Regel sind es wirklich eher flachere Bereiche. Ja? Standplätze sind in der Regel etwas ruhiger und tiefer, kann aber auch von Fluss zu Fluss variieren, kann sogar so weit gehen bis zum Kanal, wo es gar keine Unterscheidung gibt. Das heißt, ihr müsst rauskriegen, wo die Welse fressen, deshalb immer schön häufig Platzwechsel machen, und dann kriegt ihr mit der Zeit raus, wann wo die Welse beißen. Ja, so ein typischer Fressplatz ist, wenn ihr den ganzen Tag quasi fischt, am Tag keinen Biss bekommt und dann auf einmal nachts oder abends rumpelt. Das sind dann die Bereiche, wo die Welse zum Fressen hinziehen. So, nächste Frage vom Hannes Karp. Denkst du, es lohnt sich, um den Hakenköder ein paar Fischstücke oder Fetzen zu füttern, um noch höhere Lockwirkung zu erzielen? Beim Karpfenangeln ist das Füttern ja extrem populär, aber beim Welsangeln habe ich es noch nie gesehen. Wieder mal Top-Video. Dankeschön, Hannes. Ja, ich denke, es lohnt sich, auch zu füttern um den Hakenköder herum. Allerdings ist es mit sehr viel Aufwand verbunden. Es kommt darauf an, ja, mit was du fischst. Du schreibst ja hier Fischstücke oder Fetzen. Um damit eine gute Lockwirkung zu erzielen, musst du schon ja extrem viel vorbereiten. Sprich, wenn du halt wirklich genügend Fischstücke und Fetzen hast und auch dann diese füttern kannst, ist das mit Sicherheit nicht zu verkehrt. Allerdings gehe ich davon aus, wenn ein Wels fressen will, einen Totenköderfisch, einen Fetzenköder, dann ist es vielleicht, ich sage vielleicht, weil ich habe die Erfahrung mit Fetzenfüttern nicht gemacht, vielleicht sogar besser, wenn er nur deinen Hakenköder findet. Ja, also so Single-Hookbait-mäßig, würde man ja beim Karpfenangeln sagen. Du bist ja Karpfenangler, ja. Dementsprechend, mir wäre es zu viel Aufwand, und ich bezweifle, dass es allzu viel bringt. Insofern soll der Wels mal schön deinen Hakenköder nehmen. Worauf wollte ich noch eingehen?
Ja, ich wollte euch ja so ein bisschen auch nach und nach unsere Firma nochmal vorstellen in Fragekisten. Jetzt hocke ich ja auf dem Platz hier von Philipp, der Vertrieb macht und Kundensupport macht. Vielleicht steht ihr auch auf Facebook in Kontakt zu ihm. Er unterstützt mich da auch rege, weil ich es leider nicht mehr schaffe, alle Fragen selbst zu beantworten. Ja, und wie ich schon angesprochen habe, der gute Philipp ist in Urlaub. Aber momentan ist es 9 Uhr, kurz nach 9 ist eh keiner mehr da. Ich war heute ja unterwegs. Hier sind mittlerweile 1, 2, 3, 4 Büroarbeitsplätze. Hinten haben wir noch 3 Büroarbeitsplätze, haben weitere Mitarbeiter am Lager. Wir sind fleißig am Wachsen und ich kann mich nicht oft genug bei euch bedanken, wie tatkräftig ihr uns da auch unterstützt und auch wirklich unsere Produkte kauft. Das finde ich total super, dass nicht nur ein großes Feedback auf Social Media da ist, wo wir mit unseren Videos ja auch viel Hilfestellung leisten, teilweise auch für ein paar Lacher sorgen und unterhalten, sondern dass die Leute ihr auch wirklich in die Läden geht und unsere Produkte kauft oder halt in diversen Online-Shops unsere Produkte kauft. Denn nur so können wir wachsen. Und ja, vor ein paar Jahren wurden wir von vielen anderen Firmen in der Angelgerätebranche noch belächelt. Die dachten, der Carsten, der bringt eh nichts zustande. Was will denn der als One-Man-Show da auf einmal mit quasi nicht viel Kohle da eine Firma aufbauen? Aber mittlerweile sind wir schon tatkräftig dabei, in viele Läden zu kommen und auch so ein Stück vom Kuchen der anderen abzugraben. Das ist nicht mein Ziel, muss ich ganz eindeutig sagen. Wir möchten einfach nur stabil wachsen, um stabil auf Dauer Bestand zu haben. Aber trotzdem sind wir jetzt ein richtiges Dornenauge von vielen Leuten. Und dementsprechend haben ja auch viele Leute von anderen Firmen, Außendienstler und so, suchen immer so die Punkte, wo sie uns so ein bisschen ärgern können. Ne? Erfinden dann irgendwelche Storys. Ganz am Anfang hieß es, da kommt eh nichts, dann hieß es, sie sind ja nie lieferfähig. Und jetzt, wo wir eigentlich eine gute Lieferfähigkeit haben, um die 90%, weil Boote und Rollen, da ist die Nachfrage so enorm hoch und das sind auch Produkte, die nicht in so extrem hohen Stückzahlen jeden Monat produziert werden können. Und somit sind wir da nicht immer lieferfähig, also bei unseren Highlight-Produkten, die halt wirklich auch aufwendiger zu produzieren sind. Trotzdem haben wir so um die 90% Lieferfähigkeit. Klar, hier und da kann immer mal was nicht lieferfähig sein, aber das ist eine Quote, wo wir durchaus im guten Bereich liegen, was die Angelgerätebranche anbelangt. Deshalb können die Leute uns auch jetzt gar nicht mehr so viel nachsagen und da werden andere Dinge erfunden. Und ich möchte mich jetzt hier gar nicht so viel auslassen. Ich könnte euch da Storys erzählen, die ich vor kurzem nochmal gehört habe. Ich finde es teilweise echt nur peinlich. Und das Schlimme ist, die Leute, die ich kenne von anderen Firmen, auf Messen kennenlernen, so, das sind alles top. Top-Leute, liebe Leute, ich frage mich immer, wer erzählt denn so eine Scheiße? Ich will mir es zum Teil gar nicht anhören, ich höre nur immer hier und da mal was auch von Mitarbeitern, die was aufschnappen. Ich finde es echt lächerlich. Und ihr da draußen, Zuschauer von uns, ja, macht einfach so weiter. Lasst uns zusammen wachsen, lasst uns zusammen Spaß haben, beim Angeln in erster Linie. Und die anderen, die können sich von mir aus schwarz ärgern, ist uns scheißegal. Wir ziehen weiter durch und gucken, dass wir geile Produkte auf die Reihe kriegen. Gerade heute hatte ich noch einen Termin, der mir wirklich sehr viel Bestätigung nochmal gegeben hat, was wir hier gerade am Aufbauen sind. Ja, also ihr dürft euch auf jeden Fall auch auf die Zukunft freuen, nicht nur aufs Weltsortiment, sondern auch aufs Hauptfischsortiment. Da ist so einiges an coolen Projekten in der Pipeline. Weiter geht's mit den Fragen. Und zwar der Patrick Wambach schreibt, Hallo Carsten, was sagst du zum Rauchen? Klammer, Zigarette, Shisha, vor dem Auslegen und dem Beködern der Routen oder Montage. Dies bezieht sich auf den Geruch und ob dies den Wels verschreckt. Grüße aus dem Westerwald. Lieber Patrick, ist eine coole Frage. Ich persönlich bin kein Raucher. Ich habe nichts gegen Raucher, muss ich auch sagen. Ja. Also ich finde es nicht gut, wenn Jugendliche rauchen. Das schon. Allerdings finde ich, dass Alkohol teilweise in unserer Gesellschaft extrem verharmlost wird, was ich nicht gut finde. Ich habe auch nichts dagegen, wenn man mal ein Bier trinkt oder so, aber im Allgemeinen, sage ich mal, ist Alkohol ja total easy machbar, aber jeder, der raucht, das ist ein ganz böser Mensch, ja. Und die Zeiten, wo der Marlboro Man durchs Kino geritten ist, die sind lange vorbei. Dementsprechend, ja, ich habe genug Freunde, die rauchen oder auch Mitarbeiter und alles cool, ja. Trotzdem solltet ihr da draußen, wenn das nicht macht, nicht damit anfangen. Und die könnten vielleicht berichten, was sie davon halten. Ich persönlich kann nichts dazu sagen. Ich denke aber, dass der Wels das schon riecht und dementsprechend sind auch viele
Leute so drauf, dass sie zum Beispiel zuerst ihre Hände ja im Schlamm mal waschen, im Kies und so, damit es nicht so stinkt. Was ich ganz cool finde, was hältst du vor, was sagst du zum Rauchen? Shisha vor dem Auslegen. Also ich stelle mir gerade vor, dass jemand so eine fette Shisha aufgebaut hat, der an sich da schön irgendeinen Melonentabak reinzieht, ja, und dann auslegt. Also ich weiß, ich kenne keinen Welsangler, der eine Shisha dabei hat am Wasser. Aber ich weiß, die Jugend, die raucht ja gerne mal eine Shisha und vielleicht haben sie die ja auch am Wasser dabei. Und ja, aber ich denke mal, es ist ähnlich wie mit normalen Zigaretten. Bezüglich Shisha, das habe ich auch so ein paar Mal in meinem Leben gemacht, finde ich eigentlich auch ganz cool, so einmal im Monat so eine Shisha rauchen. Auch wenn ich mich immer da so ein bisschen komisch in den Shisha-Bars fühle, ist irgendwie nicht so mein Ding, aber prinzipiell, ja, so ein fruchtiger Geschmack, eigentlich ganz cool, ja. Aber wie gesagt, beim Angeln schön die Finger vorher waschen, ist, glaube ich, besser. So, das waren ja jetzt schon 1, 2, 3, 4 Fragen. Wir sind heute relativ schnell. Deshalb kommt jetzt die vorletzte Frage, weil ich habe ja noch 2 Dinge zu verschenken, ja. Deshalb die vorletzte Frage. 21 Likes vom Bier. Hi Carsten, was sind deine Erfahrungen mit geräucherten Fischen als Köfi? Ich persönlich fange auf ein Bündel geräucherte Sprotten mit 10 Tauwürmern sehr gut, was relativ klein, aber dafür viel. Liebe Grüße, Pia. Keine Ahnung. Also ich habe noch nie mit geräucherten Fischen geangelt. Ich frage mich auch, warum sollte man es tun? Vielleicht wirklich wegen dem Geruch. Ja, vielleicht ist ein geräucherter Köfi ein guter Köfi. Mich würde es so ein bisschen stören, weil ich glaube, der ist ja auch sehr weich dann am Haken. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja. 21 Likes, also die Leute interessiert es anscheinend. Ich finde es komisch, ja. Aber du sagst ja auch hier mit Tauwürmern zusammen, vielleicht sind auch die Tauwürmer ausschlaggebend. Keine Ahnung, ja. So, und was mache ich jetzt? Ich habe ja noch eine Fleecejacke zu verschenken. Ein schönes, flauschiges Ding, eignet sich nicht nur zum Frühjahr und Herbst, sondern auch ja, für laue Sommerabende. Ne? Langsam werden die Temperaturen ja sommerlich. Und die beste Frage, habe ich das letzte Mal ja gesagt, der Fragesteller, der in meinen Augen interessantesten Frage, bekommt diese Fleecejacke. Und wir wählen jetzt einfach mal live eine sehr coole Frage aus. Ich glaube, ich habe da auch schon eine coole Frage, die wahrscheinlich viele interessiert. Und ja, wo ich auch selbst so ein bisschen sagen muss, da hat sich meine Ansicht in der letzten Zeit geändert. Und zwar schreibt der Jan Maurer. Also lieber Jan, du hast die Fleecejacke gewonnen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Bitte schreib uns eine Mail über das Kontaktformular, zum Beispiel auf unserer Homepage oder auch ja, direkt www.zec-fishing.com und verifiziere dich, sprich schick uns ein Bild mit, dass das auch wirklich dein Kanal ist. Schick uns dann deine Adresse mit und ganz wichtig auch deine Größe, damit wir dir die Fleecejacke in der passenden Größe zusenden können. Aber jetzt kommt das richtig Interessante für die anderen Leute, ja, nämlich deine Frage. Hi Carsten, ich habe lange überlegt, ob ich dir die Frage stelle. Wahrscheinlich könnte auch ein eigenes Video dafür benötigt werden. Und zwar, was hältst du von dem Anbinden von Waller? Da werden manche im Netz zerrissen und mehreren Waller auf einem Bild. Bei Karpfenangler normale Praxis, das hält dann bis zum nächsten Tag, um gute Bilder zu machen. Aber bei Waller? Eventuell ist in dem Bereich auch Nachfrage an schonenden Produkten auf dem Markt. Ich würde mich freuen, wenn du dich traust, ein Statement dazu abzugeben. Ich bin ja eigentlich immer sehr froh für kritische Fragen und gehe generell auch auf fast alles ein. Es gibt gewisse Dinge, auf die ich nicht eingehe. Wenn ich aber auf was eingehe, will ich auch ehrlich sein. Und ich finde, das ist ein Thema, was man durchaus mal ansprechen muss. Und zwar habe ich früher sehr viele Welse angeleint. Wir hatten bis vor 2 Jahren ja auch wirklich noch ein recht schonendes Seil im Sortiment. Und ich hatte da auch im Prinzip nichts dagegen. Mittlerweile sieht es so aus, dass ich es versuche, das Anleihen von Welsen zu vermeiden. Und zwar habe ich auch schon über ein halbes Jahr kein... Beziehungsweise, wann habe ich den letzten Wels angeleint? Ich glaube, selbst letztes Jahr habe ich... Also ich habe jetzt, glaube ich, ein anderthalbes Jahr keinen Wels mehr angeleint. Weil ich kann es verstehen, wenn jemand gute Fotos machen möchte, wenn er quasi seinen Fang als Erinnerung haben möchte mit einem schönen Foto. Aber schauen wir uns doch einfach mal an, wie Fotos teilweise gemacht werden. Mit dem Handy, mit Kameras, wo die Leute von den Kameras keine Ahnung haben. Die meisten Fotos, die von angeleinten Welsen gemacht werden, sind nicht gut. Und da frage ich mich, hätten wir vielleicht so ein Solala-Foto nicht auch abends direkt nach dem Fang machen können?
Und da muss ich wirklich Kritik äußern. Aber auch bei Leuten, die vielleicht gut fotografieren können. Dazu, ja gut, ich würde mich einfach mal dazu zählen, ich weiß, wie man schöne Fotos macht. Aber ist es da auch notwendig, einen Wels anzuleihen? Ich denke, wenn jemand Erfahrung im Anleihen hat, und die gewinnt man nicht einfach so, ne? Also Erfahrung sammelt man, indem man mit Leuten unterwegs ist, die das schon oft gemacht haben. So war es bei mir auch früher. Das heißt, man sollte darauf achten, dass die Wassertemperatur nicht über 20 Grad hat. Es sollte genügend Sauerstoff vorhanden sein. Es sollte eine entsprechende Tiefe da sein, um den Wels anzuleihen. Dann kann man sowas durchaus mal machen, um einen richtig guten Fisch zu fotografieren. Um auch ein gutes Andenken, wenn man gut fotografieren kann, von einem wundervollen Fisch zu haben. Das sollte aber in meinen Augen die Ausnahme sein. Ich nehme mich da auch nicht aus der Schuld. Ich habe es früher auch viel zu häufig getan. Und es gibt Situationen, wo es wirklich gar nicht so verkehrt ist, im Wels nochmal nach dem Drill Ruhe zu geben, bevor man ihn released. Aber es kann nicht sein, dass man einen Wels Ruhe gibt beim Anleinen, ja, und dann aber nochmal einen zweiten Drill aussetzt, bevor man ihn fotografiert. Das macht keinen Sinn. Nämlich diese Ausrede, ich leine den Wels nur an, damit er nach dem Drill nochmal zur Ruhe kommt und er auch in der Strömung sich gut halten kann, wenn man ihn zurücksetzt. Die gilt nicht, wenn man ihn einfach dann danach nochmal fotografiert, am Seil ewig austrillt, gucken muss, dass er ruhig ist, dann nochmal ein paar Minuten draußen hält. Das muss nicht sein. Dementsprechend seht ihr auch von mir aktuell sehr viele Nachtfotos oder auch Videoaufnahmen, wo man die Fische einfach genau dann zeigen und fotografieren, wenn wir sie gefangen haben. Und das würde ich mir von noch mehr Leuten noch mehr wünschen. Also ich persönlich propagiere das Anleihen nicht mehr. Und solche Themen wie mehrere Fische auf der Matte und so weiter. Wir zeigen ab und zu auch noch Fotos von Teamanglern, die da vielleicht nicht so weit denken. Ich persönlich versuche aber auch mit den Leuten zu reden, auch in unserem Team, und da so ein bisschen ein Umdenken zu haben. Ja? Und in Zukunft werde ich wahrscheinlich mir auch noch ein bisschen mehr Mühe geben bei Nachtfotos mit externen Blitzen und so weiter, um einfach unsere Babys so wenig wie möglich zu schädigen. Und es gibt einfach nichts Besseres als einen Fisch, wenn er ausgedrillt ist, direkt zu fotografieren und zu releasen. Ja? Und wenn eine starke Strömung ist, haltet ihn einfach lange noch am Ufer, bis er zu Kräften kommt, und dann könnt ihr ihn releasen. War eine wichtige Frage, und für diese Frage gibt es, wie gesagt, diese schöne Fleecejacke. Und für die nächsten Fragen, also beziehungsweise stellt, das ist auch mein Aufruf nochmal an euch, stellt eure Fragen, schreibt es in die Kommentare. Die 5 meistgelikten Fragen nehme ich dann bei der nächsten Fragekiste dran, an jedem ersten Dienstag des Monats. Warum ist jetzt der 2. Dienstag des Monats? Ganz einfach, weil letzte Woche Feiertag war. Ich habe mich da auch ein bisschen verschrieben im Infotext der letzten Fragekiste, der Fragekiste 31. Ich habe das korrigiert. An Feiertagen bringen wir keine Videos. Ja? Ich bin meistens am Arbeiten, aber es ist wie im Fernsehen. Da kommt ja auch ein anderes Programm, und dementsprechend, wir haben hier normalerweise nicht viele Leute in der Firma an Feiertagen, und deshalb haben wir uns gesagt, wir gönnen uns da auch mal so ein bisschen Entspannung und posten kein Video. Ansonsten kommt aber jeden Dienstag ein Wels-Video, jeden Donnerstag ein Raubfisch-Video und jeden ersten Dienstag im Monat kommt eine neue Fragekiste, in der es aktuell nur ums Wels-Angeln geht. Und die nächste Fragekiste kommt dann auch wirklich am ersten Dienstag im Monat. Gerade mal gucken. Der 5. Juni. Und die 5 meistgelikten Fragen werden drangenommen, und ich suche mir auch nochmal eine geile Frage aus, die mir persönlich sehr gut gefällt. Und derjenige, der diese Frage stellt, bekommt dieses Mal die Stone Line. Ja? Eine Sisalschnur, relativ, ich will nicht sagen dickes Material in einer perfekten Stärke, damit man gut damit Steine binden kann. Klar, so eine Schnur bekommt er auch im Baumarkt, aber wir von Zack Fishing haben sie im Sortiment aufgenommen. Ganz einfach, damit der Angler nicht mehr unbedingt in den Baumarkt fahren muss und sich dieser Schnur kaufen muss, sondern die bekommt er ab sofort direkt im Angelladen. Und bei dieser Schnur könnt ihr euch auch sicher sein, dass es Naturfaser ist und keine Kunstfaser, und insofern sehr gut verrottet. Kostet, ich glaube, UVP 7,95 Euro für 100 Meter für so eine große Spule. Sprich, die ist im Regelfall auch nicht teurer als im Baumarkt, hat aber wirklich den Vorteil, dass der Durchmesser passt, dass ihr nicht extra irgendwo anders hinfahren müsst, sondern dass ihr sie euch im Angelladen kaufen könnt und dass sie auch definitiv verrottet. Also auch wenn ihr nicht unsere Schnur verwendet, kann ich nur jedem nochmal sagen, bitte keine Kabelbinder verwenden oder Naturfaserschnüre, wenn ihr Steine bindet. Immer schön mit Schnur, die im Wasser verrottet. Und last but not least gibt es noch eine ganz wichtige Frage zu klären. Das ist das letzte Mal ja ausgeblieben in der Fragekiste, und zwar eine Frage, die ganz Angler Deutschland bewegt.
Für was zum Teufel ist die Tür oben bei uns im Lager da? Rofi, kannst du mal nochmal schnell einblenden, ja? Die Tür, die mysteriöse Tür. Ganz Angler-Deutschland fragt sich, was hat es damit auf sich? Ja? Leider aber muss ich euch enttäuschen, es ist relativ langweilig. Da ist nur ein bisschen Heizungskram von meinem Vermieter drin. Ja? Ich hätte euch gerne eine andere Antwort geboten. Ja? SM-Studio oder eine geheime Köderentwicklung oder was auch immer. Ja? Aber es ist nur, wirklich nur so ein bisschen Heizungskram, Heizungsrohre und irgendeinen Ableser und irgendeinen Kessel noch. Keine Ahnung, bin kein Heizungsbauer. Ja? Aber das ist die Antwort. Tut mir leid, wenn es nicht spannender ist. So, ich mache jetzt Feierabend, gehe was essen. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Und jetzt gibt's auch nochmal eine kurze Info. Am Donnerstag ist bei uns im Saarland auch wieder Feiertag Christi Himmelfahrt. Und deshalb gibt's am Donnerstag kein Raubfisch-Video. Wir sehen uns deshalb nochmal nächste Woche Donnerstag bei einem Raubfisch-Video. Da geht's ums Hechtangeln, weil der Hecht ist jetzt im Mai offen und wir geben jetzt richtig Gas. Haben da auch sehr coole Produkte am Start. Zu viel will ich nicht verraten. Schaut euch die Videos an. In den Videos gehen wir da auch immer mehr auf die Produktentwicklung ein, die wir gerade vornehmen. Und was Köder, was Ruten anbelangt und auch was Zubehör anbelangt, ist da richtig viel im Kommen. Und nächste Woche Dienstag seht ihr ein cooles Bellyboot-Video aus Italien. Ich persönlich war leider nicht dabei, aber der gute Rofi und der Philipp, der hier hockt, unser Vertriebler, die haben ein nicht ganz alltägliches Gewässer in Italien besucht und auch bei relativ flachem Wasser erfolgreich mit dem Vertical Jig geangelt vom Bellyboot aus. Ich will noch gar nicht allzu viel erzählen. Ich habe das Video noch nicht gesehen. Ich hoffe, der Rofi hat gute Arbeit geleistet. Also darauf könnt ihr euch freuen. Dementsprechend, vielleicht habt ihr auch ein langes Wochenende, wenn bei euch auch am Donnerstag Feiertag ist. Genießt die Zeit, genießt das Wetter, fangt ein paar schöne Fische. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video nächste Woche Donnerstag und nicht vergessen, auch nächste Woche Dienstag einzuschalten. Ciao, euer Carsten.